So, jetzt suchen wir. Also wir können ja gesagt ins nächste Land reisen, aber ich glaube, wir können noch ein paar Powermonde finden. Klasse, wir haben endlich genug Powermonde beisammen. Wir können ins nächste Land reisen. Ich weiß, aber jetzt ist alles geschmolzen. Jetzt sind, glaube ich, ein paar Sachen frei, wo ein paar Monde waren. So, irgendwo da hinten doch. So. Jump, jump, jump. Was ist das? Der ist doch von Super Mario. Also Super Mario Kart. Ich habe gerade gedacht, das wäre doch alles. Zack, jetzt haben wir ein paar neue Sachen gefunden. Kann ich das angeln? Ganz gechillt, ganz leise. Okay, ich kann nichts angeln. Wüstenoase. Was ist denn hier passiert? Also weiter im Text. Ich angle einen Fisch, drin bringe ich. Auf dem Tisch. Kannst du weiter singen? Was ist denn gerade passiert? Also, weiter im Text. Ich angle mir nen Fisch. Ich angle mir nen Fisch. Den bringe ich auf den Tisch. Und auf jeden Fall ist er frisch. So. Und was ist das? Notenjagd. Ja, nächster Powermond. Ich habe ja gesagt, wir können ein paar Sachen noch finden. Notenjagd, bring dich auf die Palme. Zack. Wo sind da so viele Vögel? Und warum ist da jetzt noch ein Hügel? Ja, natürlich noch ein Mond. Ein Mond für dich. Vogeltreffpunkt. Was ist das? Ach, ich soll das Miauxi hier hinbringen? Ich glaube ja. Ich versuche es einfach mal. Das Miauxi ist ja hier anfangen. Ich fliege mal dahin. Ja, das Miauxi, die war doch gar nicht da. Oder doch? Ich hab schon vergessen. Ja, natürlich haben jetzt die Gummis auch noch so ein Sombrero. Ach, da ist doch mal das Miauxi. Wie komme ich erstmal hier raus? Oh, du hast mich mitgenommen, damit ich meine Familie wiedersehen kann. Du hast wirklich ein Herz aus Gold, Kumpel. Komm mich jederzeit besuchen. Wiedersehen mit Miauxi. Das ist ein Stein und du kannst dich bewegen. Okay. Da ist ja noch ein Powermond, aber ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Jetzt gucken wir erstmal die Stellen, wo Eis war und die wir jetzt noch nicht, wo wir nicht holen konnten. Ja, so. Da ist eine Rakete. Die Rakete wollte ich ja jetzt. Und das sind noch die Münzen. Ich gehe jetzt mal gucken, ob ich mir was Neues holen kann. Zack. 60 von 100 Münzen. Willkommen in unserem Shop.
Da ist ja ein Mond. Da hinten. Aber ich konnte leider nicht hin. 1200 Münzen. Ja, wo ist die Punkte, Schwarz? Wolltest du das hier haben? Ja, genau, das wollte ich haben. Danke für deinen Einkauf. Ja, ich ziehe mich jetzt auch noch um. Du kannst es wohl kaum abwarten, deinen Kauf gleich jedem zu zeigen. Was? Das hast du schon. Bis zum nächsten Mal. Tada! Hallo! So. Also jetzt hol ich mir das Cowboy-Outfit. Und das Wüstenlandsicker. Jetzt brauche ich noch 40 Münzen. So, ich guck mal, ob ich eine andere gute Kombi finden kann. Die ist gut. Die geht. Ja, ich mach das hier. Ich mach das hier so. Und raus. So. Was ist das? Reisetipp. Docken. Wenn du etwas Interessantes entdeckst, was sich deiner Zugriff durch eine niedrige Decke entzieht, dann drück ZL, um dich zu docken. Auf diese Weise kannst du dich sogar vorwärts bewegen, ja? Ah, deshalb komme ich hier durch. Was ist da? Ich kann durch die Wand? LOL, jetzt habe ich den Mond. Nur für Angestellte. Ich arbeite doch gar nicht hier. Nein, schnell raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Ich war hier gar nicht drin. Nein, ich war hier nicht drin. Ich war hier nicht drin. Schnell weg hier. Zack. 32 Monde. Einfach das Doppelte, was wir normalerweise brauchen. Aber es gibt doch normalerweise noch mehr Monde hier. Rote Ebene, Ruinen, Eingang. Zack, irgendwo muss doch noch was geben. Zack. So. Nein, zum Glück. Und dann. Den haben wir schon gesammelt. Ach ja, da oben ist noch ein Mond, den wollte ich ja holen. Kommt bitte raus. Oh nein! Kommt bitte raus! Schon hier. Und beschleunigen. Oben auf den Steinbogen. Ich glaube, hier oben ist noch irgendwas anderes. So. Ich war da oben, ich kann da nicht reinzoomen. Wie war ich da oben? Denn ich habe die Münzen, aber verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Zack, zack und zack. Und was passiert jetzt? Oh. Und jump. Zack, 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 zack.
Zack, zack, zack. Und weiter, 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 weiter. Yay! Huhu, Taxi, endlich bist du da. Bring mich ins Cityland. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich hatte ein kleines Problem mit meinem Auto. Das glaubt mir echt keiner. Ich kann dich leider nur nicht ins Cityland fahren. Ich muss erstmal mein Auto enteisen. Ich fahr bald ins Cityland. Ich fahr bald ins Cityland. Hoffentlich. Ich enteise es schon. Zack, zack. Also ich enteise es eher gesagt nicht, sondern ich zerstöre die Motoren. Aber egal. Toad, was machst du hier? Tiptoad. Hallo Mario. Um Prinzessin Peach zu helfen, erstelle ich eine Inventarliste von den Orten, an denen sich Powermonde befinden. Stellt das Finden von Powermonden dich vor ein Rätsel? Für 50 Münzen helfe ich dir. Ja, okay, einmal mache ich das. Möchtest du einen Hinweis kaufen? Ja, ich kaufe nur einmal ein. Danke sehr. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Öffne die Karte mit Y. Okay. Da ist er. Ach, da ist er auf dem Brunnen. Ich sehe, wie es da leuchtet. Genauso wie beim Karton und bei dem Stein. Ja, danke schön. Danke, Toad. Hat er gedacht, Tiptoad. Hängt den Hut an den Brunnen. Ja, und das ist auch noch fertig geworden. Jetzt habe ich noch einen Powermond. Wüstenflora. Samen in der Ruine. Nein. Zack. Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß, haha. Ich kann es nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Wandernder Kaktus. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn, finde ihn. Chip, 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 chip. Ich kann das nicht richtig aussprechen. Ich habe die Kopfsteinpyramide an das Stromnetz angeschlossen. Bowser, was machst du denn im Radio? Was ist das? Segelmander. Ich reise überall hin, um von den höchsten Punkten hinabzusegeln. Dieses Fleckchen fordert mich geradezu heraus. Ich fühle das Adrenalin schon in meinen Adern. Gra, gra! Segel, Segel, Segelflug. Gra, gra! Dann viel Spaß dabei. Oh. Hey! Drücke und halte B zum Gleiten. Dein Fliegerzimmer. Zack, 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 zack. Und... was mach ich da? Hier oben muss ich hin. Zack. Nein, nein, nein! Also... nie im Leben würde ich da reinrüpfen. Ich würde auch nie nur einen Fuß in dieses gruselige Loch setzen. Kann ich darin sterben? Nein, was mache ich da? Nein, ich sterbe. Nein. Was ist denn hier passiert? Tiefster Untergrund. Noch mehr von denen. Lass mich in Ruhe. Lass mich bitte einfach in Ruhe. Nein. Lauf, 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 lauf.
Nein. Ich kann mit Münzen schießen. Nein, ich werfe alle meine Münzen weg. Ich muss weg hier. Hui. Können wir uns damit wegkatapultieren? Habe ich doch gemacht. Aber was war hier drin? Ich glaube, hier war der Ring drin. Aber ich glaube nicht, dass er so groß war. Zack. 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 Hier irgendwo ist da was drin. Nein? Okay. Untergrundtempel. Nein, was mach ich da? Nein! Nein! Ich muss schnell hier raus. So, ja. Jetzt fliegen wir ins nächste Land. Die Odyssey benötigt noch 16 Powermode. Insgesamt 6 Powermode. Ich glaube, jetzt werde ich mehr als 20 oder 30 haben. 40? 41. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Oh, die Qual der Wahl. Was meinst du? In welchem Land hat sich Bowser wohl verkümmelt? So. Ich glaube im Seeland. Ich gehe erstmal nach Seeland. Das Seeland. Gute Idee. Ja, wir gehen ins Seeland. Let's go. So. Die alte See hat 41 Powermonde. So. Erst entführt er Tiara und jetzt hat er sich auch noch den Ring der Einheit an sich gerissen. Und somit ein Ehering. Will er sich die ganze Hochzeitausstattung zusammenklauen? Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Münzenzielwurf. Wirf deine Kopfbedeckung und schüttle den Pro-Controller dann erneut, um einen Münzenzielwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächstgelegenen Ziel. Das ist super praktisch, wenn du kein Zielwasser getrunken hast. Zielwasser. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Nächster Stopp, Seeland. Das soll ja ganz bekannt für seine Mode sein. Ach ja, ein berühmtes Hochzeitskleid, das Schnicksenkleid, gibt es dort auch. Es ist schon Nacht, es war doch gerade Tag. So. So sieht das Seeland aus. Seelegant. Brudel über dem See. Die Brudel sind in jedem Land. Warum? Oh weh, die Brudels sind auch hier. Ja, direkt ein Herz. Und direkt 3 Münzen. In diesem Land gibt's 50. Ah, okay. Gut zu wissen. Nein. Oh, zum Glück. Unerhört. Die Handlanger des Ungeheuers sind hier völlig ungebeten durchgerauscht. Sie haben das schönste Schnicksenkleid unseres Landes gestohlen. Fürchterlich. Oh nein. Es klappt ja alles, wirklich.
Und ach, sie haben jedes Land gleich neue Farbe. Gar nicht gewusst. Notenjagd im kühlen Nass. Oha, hier war sogar was. So, jetzt erstmal 5 Münzen geholt. Direkt hinter mir geht's zum Aquagrund. Aquagrund? Das ist nämlich nicht so. Das ist nur eine Wand. Also er sagt ein Boden. So, kann ich mir irgendwas hier noch holen? Was ist das für ein Stein? Komischer Fels, oder? Dieser Fels ist ungewöhnlich, aber irgendwie macht er ja gar nichts. Ja, ah, direkt schon 6 von 50. Da war eine Flagge, habe ich gerade gesehen. Die hole ich mir erstmal. Ich komme da gar nicht hoch. Nein. Und ich habe gedacht, das wäre so ein Münzen, also mehrere, dieser ganze Münzenstapel, der wieder kommt. Sie haben die Treppe zum Aquagrund zerstört. Was ist das? Ist das ein Reißverschluss? Jetzt bin ich ein Reißverschluss. Das ist eine Jacke oder so etwas ähnliches. Cool. Und 3 weitere. Warte, dann ist das auch ein Reißverschluss. Und dann finde ich hier weitere 3 Münzen. Ja, noch weitere 3 Münzen. Ja, das war's wieder komplett. Aber Mario kann doch gar nicht so lange unter Wasser überleben. Gib auf die Stacheln acht. Ja, das mache ich, Cappy. Was ist hier rechts? Ich gehe erstmal rechts und danach gehe ich nach links. So, hier oben müssen doch dann Münzen sein. Was ist... Wieder eine Truhe? Ja, und der nächste Powermond. Schatz im stacheligen Wassertunnel. Und hier ist eine Münze. Und einfach hier oben bleiben. Dann kriegt mich halt keiner. Zack. So. Und? Was ist das? Ach, das sind diese Fische da. Fische müssen nicht auftauchen, um Luft zu schnappen. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber egal. Wen interessiert schon das? So. Wow. Nein, ich habe ein Leben verloren. Ja, wieder ein Mondstück. Warte, ich guck noch mal, wo er attackiert wird. Okay, mit dem Pro-Controller schütteln. Nein, was mache ich da? Tiefer? Das ist einfach Lapras. Ja, hoppe, hoppe, Dori. Jetzt ist es nicht mehr Lapras. Und, was wolltest du mir gerade sagen? Au, 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 au. Bedeutung? Aus dem Weg, bitte.
Cheep, cheep, Wechsel. So, da ist ein Herz. Ich habe aber schon alle drei Leben. Also gehe ich hier hin. Da ist ja noch ein Mondstück. Hey, du kannst hier drin atmen. Aber hier nicht mehr. So. Wie hat Schnackhähnchen wieder hier hingeschafft? Ein Vogel kann doch nicht tauchen. Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß. Ha, ha, ha. Ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Unser kleines Kämmerlein. Der ist hier irgendwo versteckt. Suche ihn, finde ihn. Chip, chiri, chip, peri, chip. Hahaha. Was ist das? So. Da oben ist irgendwas, das habe ich gerade gesehen. Mehrere Münzen. Was ist hier? Hier ist ein Eingang. Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau. Nimm dies als Belohnung. Ach, das ist unser geheimes Kämmerlein. Das ist der Mut, den ich gerade von Schnackhähnchen bekommen habe. Also angezeigt bekommen habe. Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß. Ha, ha. Ich kann es nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Akrobatische Darbietung. Der ist hier irgendwo versteckt. Suche ihn, finde ihn. Chi-Peri-Chip. Zack, 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 zack. Auf der nächsten Etage ist ein Schaufenster mit wunderschönen Auslage. So. Danke, Katzenpeach. Und mehrere Münzen sammeln. Ja. Ich könnte normalerweise wieder hier weg. Ich muss nie gegen die Brüder kämpfen. Und ich habe gefühlt schon fast alle Monde. Hier wird also bisher das Gleis ausgestellt. Nein. Okay, ich muss wieder schön. Und er hat gesagt, hochtauchen. Wenn du den weiten Weg ins Seeland reist, wäre es angebracht, schwimmtechnisch gekleidet zu sein. Oh ja, mit Kappe und Anzug nicht. Um zum Ausstellungsraum durchgelassen zu werden, musst du wie ein Schwimmer gekleidet werden. Reisender, du bist überhaupt nichts für Schwimmen gekleidet. Sehr schade. Ja, ich hab gar nichts gewusst davon. Wir hatten hier einst ein herrliches Schnecksenkleid im Schaufenster. Aber dann hat dieses Ungeheuer es gestohlen. Er hat den größten Schatz unseres Landes einfach geklaut. Ja, Akergrund Schaufenster. Mir fehlt unser Schnecksenkleid. Willkommen. Leider besuchst du uns in unruhigen Zeiten. Ja, okay. Herzlich willkommen. Münzen sind zwei unterschiedlichen Sorten zu finden. Goldene Münzen und lila Münzen. Okay, das habe ich schon in den Kommentaren gelesen. Das muss ich nicht nochmal lesen. Eine Schwimmerbrille, aber ich habe nicht genug, um beides zu holen. Dann kaufe ich einfach die beiden Sachen. Und dann kann ich einfach warten, bis ich die anderen Sachen noch habe. Vielen Dank. Komm mal wieder. Kann ich dir weiterhelfen, Reisender? Gerade sind neue Artikel eingetroffen. Mustermix-Kappe und Mustermix-Outfit. Ja, hol ich mir. Ja, auf dies ist eine Wahl gefallen. Vielen Dank. Du ziehst einen dann Kauf gleich an. Verstehe. Seeland. So, der Seeland-Powermond. Shopping in Seeligant. Ja, okay, schon benutzt das Kraftherz. So, das war es erstmal mit dem Video.
Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und viel Spaß mit dem nächsten Video. Tschüss!